Passt schon. Hier noch irgendwie was Cooles? Eigentlich nichts. Ihr könnt mal ein paar Genres erforschen. Ja, und es ist jetzt schon besser als unser letztes Game. Also das, der Schossel-Spiele-Simulator ist schon ein gutes Spiel auf jeden Fall. So, Charter 3 kommt jetzt in die Zweitvermarktung in 2 Wochen. Für 19 Dollar und da werden ja nochmal 10.000 Stück von produzieren. Wunderbar. So, und das verkauft sich sogar ziemlich gut. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so sehr abgeht. Ja, da können wir nochmal 10.000 von produzieren. Die sollten eigentlich alle weggehen. So, und dann kann er eigentlich auch gleich Lord of the Katana 2 in die Zweitvermarktung. Da haben wir noch ein bisschen was auf Lager. Das werde ich einfach mal abverkaufen lassen und dann vielleicht noch ein bisschen was nachproduzieren, aber jetzt auch nicht so viel. Okay, das läuft wirklich nicht gut, das Lord of the Katana 2. Naja, besser als nichts. Da werde ich nichts von nachproduzieren, weil das werden wir wahrscheinlich gar nicht alles los. So, Adventure, hier nochmal das kleine Feature rein. Die 3D-Engine. 1.1. Gut. So, und Charter 3 schwächelt doch. Okay, dann werde ich dann mal den Preis senken. Auf 9 Dollar. Ja, komm, mache ich auch mal hier. Verdienen wir zwar weniger dran, aber was soll's. So, okay, die Engine ist gleich fertig, perfekt. Und dann machen wir hier ein A-Spiel. Und zwar nennen wir das Ganze The Legend of Schossel. Für Erwachsene, Adventure 1.1. Adventure, Rollenspiel, Fantasy, Dungeons. Puh. Ja, das passt alles. Wunderbar. So, wir machen das Ganze für den PC und für die Sega Mega Station, für den Nintendo SNES und für, ja, keine Ahnung, für was noch? Für den Upilmook. Ohne Kopierschutz, ganz klar. So, Adventure. Ich habe keine Ahnung. Adventure braucht mehr Optik, das weiß ich. Braucht mehr Story auf jeden Fall. Braucht viel mehr Atmosphäre. Ist eher einsteigerfreundlicher. Ich würde es mal so machen. Adventure braucht natürlich sehr viel Grafik und Soundpunkte, ist ganz klar. Technisch muss es auch nicht so krass sein. Ich mach's mal so. Ich rate einfach mal. Ein Feature muss raus. Ja komm, Steuerung per Joystick. Brauchen wir nicht bei einem Adventure. Gut, die Kohle reicht. Dann würde ich sagen, anfangen. Und wir werden das hier alles noch mit verbessern. Wenn wir die Kohle dafür hätten. Ja, super, ich raste aus. Es läuft ja toll. Aber jetzt. Jetzt haben wir die Kohle. Gut. Immerhin. Mhm. Ich würde sagen, für Weihnachten, ne, im Dezember ist dann das Weihnachtsgeschäft. Da werden wir ein Spielebundle machen. Und zwar Kapitalism 2, Charter 2, Kapitalism 1, Train Tycoon und Chartered kommt noch rein. Okay, nur 4 Sterne. Kriegen wir jetzt auf 5 Sterne irgendwie? Ich glaube nicht, oder? Nicht wirklich. Okay, Chartered. So, und das Ganze nennen wir das, das Mega Bundle Numero Uno. Oder nur Mega Bundle oder Nachhalt Nummer 2 und so weiter. Mega Bundle. So, kommt zu Weihnachten raus. Das Weihnachtsgeschäft startet in der 2. Dezemberwoche von dem her. Wenn wir das jetzt veröffentlichen würden, dann wird es ja, in der 4. Novemberwoche erscheinen. Wenn wir eine Woche machen würden, dann würde es in der 1. Dezemberwoche erscheinen. Und wenn wir 2 Wochen machen würden, würde es in der 2. Dezemberwoche erscheinen. Und das will ich. Passt. Bam. Bam. Und weil es ja ein geiles Mega-Bundle ist, kommt alles rein. Bam. Und das Ganze wird
25.000 Mal, wobei erstmal 10.000 Mal produziert. Ich bin mal vorsichtig, weil das Ganze zu produzieren kostet auch, glaube ich, 15 Dollar fast. Ne, 11 ungefähr. Ne, wir verdienen daran 36. Wir verkaufen es für 50. Das heißt 14 Dollar. Ja, das wird teuer, das Ganze zu produzieren. Ich schau jetzt mal. Hier. Produktionskosten 13 Dollar. Genau. Und deshalb produziere ich erstmal nicht zu viel, weil sonst kriegen wir das nicht mehr los. So, und nächste Woche erscheint's. Ich hoffe ja, das verkauft sich ganz gut. So, was ist hier? Nicht viel. Wir haben jetzt den Boom vom Weihnachtsgeschäft plus den Boom, den Videogame-Boom. Deshalb denke ich, ja, das läuft auch ganz gut, so wie ich es dachte. Okay, aber ich denke, mehr als die 10.000 Stück werden wir dann auch nicht los. Ja, aber ist besser als nichts. Wir machen Gewinn damit, das will ich. Von dem her passt schon. Ja, toll. So, Lord of the Katana 2 ist jetzt auch vom Markt. Mhm. Und das Mega-Bundle verkauft sich nicht mehr. Ich möchte aber noch alles davon loswerden. Deshalb gehe ich mal auf 39. Ja, dann gehe ich mal auf 34. Ich will halt davon möglichst viel loswerden, weil das ziemlich teuer war zu produzieren. Ja, Chapter 3 ist auch weg. Okay, ja. Naja. So, was macht ihr? Ja, gute Frage. Ihr macht nichts. Ich will das Mega-Bundle verkaufen, Leute. Kommt schon. 19 Dollar. Die 1000 Stück müssen weg. Ja, Die werden wir nicht los. Und wir machen halt kaum noch Gewinn damit. Ja, toll. Tiefer gehe ich jetzt nicht mehr damit. Ja, und weg. Toll. So, das heißt, Chartered 3 kann weg. Weil wir haben es schon zweitvermarktet und das Mega-Bundle kann auch weg. So, Banane XD, hi, guten Abend. Dich kenne ich gar nicht. Dein Name, nö, der sagt mir nichts. Weiß nicht, vielleicht bist du ein neuer Zuschauer oder du hast den Namen geändert. Keine Ahnung. So, wir könnten hier auch mal ein paar Produktionsaufträge machen, damit wir ein bisschen Geld verdienen. Allerdings, wir schaffen keine 1,65 Millionen Stück in 6 Wochen. Keine Chance, weg damit. Du bist neu. Okay, freut mich, dass du hier irgendwie hergefunden hast. Ja, schön. Freut mich immer, wenn neue Zuschauer hier zuschauen. So, die machen hier noch das User Interface besser und dann müssen die aber die Bugs fixen, weil sonst kommt die da gar nicht mehr hinterher. Was haben wir hier? Das sieht scheiße aus. 2 Sterne und eine Provisionssumme von fast 3 Millionen. Ja, tschüss. The Legend of Shossel. Ja, Hälfte haben wir fast. Oh Mann. Oh Mann, das wird gar nicht so gut. Wir haben auch 150.000 schon geliehen. Und Schulden haben wir. Ja, toll. Ich raste aus. So, das hier, das könnten wir eigentlich schaffen. Ich probiere es mal. Vielleicht klappt es ja. In 18 Wochen 735.000 Stück wird knapp. Aber vielleicht ja möglich. Wobei, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird nichts. Ja, toll. So, und ihr fixt jetzt bitte die Bugs. Du belästigst die Zuschauer mit ab und zu heimlich eingeblendeten Nacktfotos von dir. Ja klar, das ist natürlich keine Belästigung, das ist natürlich ein Feature, damit ihr hier auch ein bisschen mehr Spaß habt, ne? Das ist natürlich vollkommen gewollt, ganz klar. Ich muss euch ja auch was bieten, ne? Und ich meine, wo gibt's sowas sonst? Welcher Streamer gibt euch sowas sonst? Also ich kenne keinen, von dem her ist ein besonderer Luxus. Das solltet ihr eigentlich zu schätzen wissen. Das ist keine Belästigung, das ist einfach nett von mir.
Bankenkrise, schon wieder. Ja, toll. Toll. Ja, super. Ich raste aus. Jetzt ist die Bankenkrise und jetzt müssen wir uns einen Kredit aufnehmen. Ja, toll. Schaut mal, wie teuer das wird. 500.000, 30.000 pro Woche. Ja, geil. 30.000. Ne, pro Monat, nicht pro Woche. Aber pro Monat ist auch schon schlimm. Oh Gott, und das wird nichts? Ja, toll. Ich hoffe, wir kriegen das Spiel noch irgendwie fertig. Mit nicht mehr als 1 Million Schulden. Das wäre ganz cool. Aber ich glaube, das wird nichts. So, ja, ganz nett, aber das hilft uns jetzt auch nicht viel weiter. Okay, die haben auch unsere Engine lizenziert, das ist schon mal besser. Ich hoffe einfach mal, die machen da ein Mega-Game und es wird hier alles explodieren. So, ihr bekommt natürlich ein paar Aktenschränke, weil wir müssen natürlich laut den Regeln auch angenehme Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter schaffen. Genau, also ein schönes Büro. So, jetzt sehe ich nicht, was hier die richtige Seite ist, weil es regnet. Ich glaube so. Ja. Hier bekommt ihr noch eins. Oder einen. Hier. Dann kommt hier auch nochmal ein. So. Und hier. Und hier. Oder auch nicht. Toll. Wird schon reichen. Gut. Können wir? Nein. 8 Wochen. Okay. 8 Wochen. Dann könnt ihr jetzt weitermarkten. Oh, das wird wichtig. Ich hoffe, dass wir mit der Zweitvermarktung, ja, 300.000-400.000 einnehmen. Das wäre sehr, sehr, ja, löblich. Ey, 30.000 ist doch eine Verarsche. Wegen diesen 200% höheren Zinsen. Die Zinsen sind ja ohne Bankenkrise in dem Spiel schon relativ hoch. Aber dann noch mit... Ja, dann noch das Ganze mit plus 200, also verdreifacht, weil plus 100% wäre das Doppelte, plus 200 ist das Dreifache. Das ist krass, das ist wirklich krank. Das sieht gut aus, oha. Leute, das sieht ziemlich gut aus. Wir müssen eine Provision von 308.000 zahlen. Das werde ich noch irgendwie mit einem Kredit oder so schaffen können. Da machen wir uns mal keine Sorgen drum. Dann, das Spiel hat 4 Sterne. Das heißt, es wird eine 70er oder 80er Wertung. Und wir bekommen halt einfach mal die Hälfte vom Gewinn. Schreibt jetzt in den Chat, Leute, ob ich das machen soll. Soll ich dieses Spiel publishen oder nicht? Schreibt in den Chat. Es ist ein Risiko. Wenn das Spiel ein Flop wird und sich nicht so gut verkauft wie geplant, dann werden wir wahrscheinlich, ja, richtig große Probleme bekommen. Aber das Spiel kann halt auch sehr, sehr gut werden. Wir können davon bestimmt 50.000 Stück verkaufen und das könnte dann echt ein Hit werden. Und uns richtig viel Kohle bringen. Soll ich es machen? Einer schreibt nein. Kommt, schreibt in den Chat, ob ich es machen soll. Ich will nicht nur eine Stimme haben. Einer schreibt nein. Ich schreibe auch mal meine Meinung. Ja. So, kommt schon, Leute. Enttäuscht mich nicht und sagt, ob ich es machen soll. Banane XD ist auch dafür. Mhm. Nein, ja, ja. Mhm, mhm. So, schreibt vielleicht noch einer irgendwas. Dann wäre das Ganze hier relativ... Ja, gut, also falls noch jemand aktiv hier zuschaut und mich halbwegs mag, dann darf er jetzt was schreiben. Okay, ich glaube, ich mach's, so ein bisschen YOLO-mäßig. Es wird riskant, es kann in die Hose gehen, aber es kann auch erfolgreich werden. Mal schauen. Und die Zweitvermarktung, die können wir jetzt auch machen, von dem her, wir werden jetzt eh sicher ein bisschen Geld verdienen. Ja, wird schon schief gehen. Puh. Ich fühle mir nicht sicher. Na komm, ich mach's einfach mal. 500.000. Bam. 3 Wochen. Wir bekommen $20 pro verkauften Spiel. So. 78 ist ziemlich gut. Wenn wir jetzt ausgehen, dass wir da noch mit... Wir müssten gar nicht mehr so viel zahlen. Gut, wenn wir jetzt ausgehen, wenn wir das Ganze produzieren, dann haben wir wahrscheinlich ungefähr Kosten... Also ich produziere jetzt erstmal 10.000 Stück. Dann haben wir ungefähr Kosten von so rund 150.000.
Gut. Wir bekommen pro Verkauf 20 Dollar. Wenn wir die 10.000 Stück verkaufen, dann haben wir schon Gewinn gemacht. Und 10.000 Stück sollte man eigentlich locker flockig verkauft kriegen. Da bin ich mir relativ optimistisch. Vor allem, wir verdienen hier jetzt auch noch Geld dran an Schossels Spielesimulator. Ja, das wird schon klappen irgendwie. Ich glaube an mich und meine Fähigkeiten. Ja, ich und Fähigkeiten. So, 9 Wochen, weil ich muss mich jetzt erstmal auf die anderen Spiele konzentrieren. So, das ist 76. Tatsächlich ist The Underworld besser. Okay, aber eigentlich auch The Legend of Schossel ist eines unserer besten Spiele bisher. Alter, ziemlich peinlich. Wir haben Lord of the Katana 2 gepublished und nicht selber gemacht. The Underworld haben wir auch gepublished und nicht selber gemacht. Das heißt, alle Spiele, die wir selber gemacht haben, sind schlechter als die Spiele, die wir gepublished haben. Das ist ziemlich peinlich, aber gut, was soll's. Okay. Wir haben das Ganze schon mal produziert. The Legend of Schossel werde ich jetzt noch nicht produzieren, weil das kostet zu viel. Ich werde jetzt erstmal ein Update für The Underworld machen, weil das muss ich jetzt lange und gut verkaufen. Ihr macht einen Spielebericht, das kostet nichts. Gut. So.